FX Impact M3 Präzisionsschießen. Servus, schön, dass ihr reinschaut. Alter, was geht denn ab? Anschütz 9015 Sniper. Diana XR200, Weihrauch HW100 Bullpuffer. Der Gandhi Test. Servus, schön, dass ihr reinschaut. Ich begrüße euch ganz herzlich zu meinem heutigen Video. Heute habe ich nochmal die FX Impact M3 für euch. Ihr kennt vielleicht schon mein Review über diese Waffe. Falls nicht, solltet ihr es euch auf jeden Fall mal anschauen. Da erzähle ich alles Technische rund um das Luftgewehr. Ja, da gibt es technische Daten, da gibt es Chronitests, da gibt es Präzisionstests auch auf Scheibe. Heute werde ich auf meinen Sport Quantum SQ10 schießen. Der misst halt die Präzision nochmal um einiges genauer, als ich das jetzt mit einer Papierscheibe machen kann. Der macht es auf einem Zehntelring genau. Und da wollen wir heute mal schauen, was wir für einen Wert bei 10 Schuss zusammenbekommen. Ja, seit kurzem verkaufen wir wieder die FX Impact M3 bei uns auf jabolo.de. Ich habe natürlich dann gleich das ganze geile Tuning-Zubehör von Saber Tactical geordert, das wir für die Waffe haben. Ja, jetzt haben meine Kollegen gemeint, ich soll es nicht immer gleich so übertreiben, weil die Waffe natürlich dann, die hat ja an sich schon einen stolzen, aber berechtigten Preis. Aber wenn man natürlich das ganze Tuning-Zubehör, die verstellbare Schaftkappe, die höhenverstellbare Schaftbacke, die Extended Picatinny Rail, die TRS Rail obendran und alles Mögliche dran baut, dann wird die natürlich noch viel, viel teurer. Und meine Kollegen haben gemeint, das will sich nicht jeder leisten, das kann sich nicht jeder leisten. Deswegen soll ich es heute im Video nicht so übertreiben und einfach die Version als Standardversion zeigen. Was ich mir nicht habe nehmen lassen, ich habe einen anderen Schalldämpfer dran gebaut, einen Donny FL Sumo Kaliber 4,5 mm. Den haben wir auch im Kaliber 7,62 für die FX Dreamline zum Beispiel. Als Bipod habe ich das Accutec WB04 Bipod montiert. Wer will, wer natürlich jetzt Benchrest auf die maximale Präzision schießen will, der kann auch das hydraulische Bipod von Accutec verwenden. Das, ja, ich sag mal, ist der Waffe angemessen, aber ist natürlich nochmal eine ganze Stange teurer. Ich verwende mein Accutec WB04 Bipod. Ja, standesgemäß auf so eine herausragende Waffe gehört natürlich auch ein herausragendes Zielfernrohr drauf. Ich habe hier das Element Nexus Zielfernrohr montiert. Auch darüber habe ich schon ein Review gemacht. Ich werde immer gefragt, was ist der Unterschied zwischen 1C, also dem Element Nexus 1C und dem 2D. C heißt clean, das heißt, es ist ein aufgeräumtes Absehen, das hauptsächlich aus einem Fadenkreuz mit einem Punkt in der Mitte besteht. Und das D, das dirty, ja, das ist so ein ganzes Tannenbaumabsehen, wenn ihr verschiedene Haltepunkte haben wollt, wenn ihr bei Wind schießt und so weiter. Da ist dann das dirty Absehen das Bessere. Als Zielfernrohr-Montageringe habe ich die Sportsmatch ATP 72 Montageringe. Sind 30 mm Montageringe in der Höhe voll einstellbar. Sonst habe ich alles im Original belassen. Als Diabolos schieße ich heute die JSB exakt 4,53 mm. Ich habe es auch mit den 4,52ern, 4,51ern, mit den RS und so weiter getestet. Mein Smooth Twistlauf der Impact M3 mag die 4,53er am liebsten und wir wollen ja heute auf die maximale Präzision gehen. Ihr seht schon, ich lad und lad und lad und lad. Ja, ihr habt ein 38-Schuss-Magazin. Ist natürlich unglaublich cool, wenn das gefüllt ist, weil dann kann man wirklich nahezu endlos schießen. Wenn man es füllen muss, dann ist man halt eine Zeit lang beschäftigt. Aber ich hoffe, ich habe die Zeit ein bisschen überbrücken können. Ich hätte vorgeschlagen, wir gehen in die erste Runde. Ich habe die Waffe eingeschossen. Das Magazin lege ich hinten ein. Und dann schauen wir mal, was wir für einen Score erreichen. Aktuell der Highscore ist mit einer Daystate Red Wolf. Ich glaube irgendwie um die 106 Punkte. 109 ist das Maximale, wenn wir nur 10.9er schießen würden. Natürlich kommt hier immer der Faktor Mensch mit rein.
Das Schöne ist, ich brauche keine Waffe besser oder schlechter darstellen, weil dadurch, dass wir die alle auf jabolo.de verkaufen, kann ich mein Bestes geben, kann das Maximale versuchen rauszuholen. Ich habe extra nicht so viel Kaffee getrunken, dass ich nicht so zittrig bin, dass ich wirklich ein gutes Ergebnis zusammenbekomme. Und das schauen wir uns jetzt mal an, was ich hinbekomme. Also, los geht's. Ich habe mir die Beleuchtung angemacht. Habe auf aktuell ja so 16-fache Vergrößerung gestellt. Da habe ich so den kleinen roten Punkt, der diesen mini kleinen gelben Punkt perfekt abdeckt. Was natürlich richtig cool bei der Impact ist, dass man die Hand beim Repetieren nicht vom Griff nehmen muss. Wir haben diesen unglaublich kurzen Repetierhebel. Ah. Ja, das ist halt der Nachteil der JSB Diabolos, da kann immer mal ein Flyer dabei sein. Was haben wir denn für einen Schnitt bis jetzt? Wir haben 6 Schuss, 61,5. Okay, das sind 10,3 im Schnitt. Ich glaube, ich stelle noch einen Klick rechts für die nächste Runde. Ja, ich stelle noch einen Klick um. So, wie viel Schuss haben wir? 8 Schuss. Das war der 9. Ja, sehen die, anfangs waren sie leicht links. Am Schluss die beiden waren besser. Das war eine 10,7 und eine 10,6. Zwischendurch hatten wir mal eine 9,8. So ein Flyer kann immer mal passieren. Ich habe mir eigentlich die Kelche relativ angeguckt. Es kann immer mal ein vermanschter Kelch dabei sein. Aber ihr seht schon, 103,8. Mit der Dreamline habe ich, glaube ich, 103,9 gehabt. Allerdings bei 3 Runden. Und ich gehe ganz fest davon aus, dass wir die 103,8 noch schlagen können. Und deswegen machen wir gleich noch eine Runde. Wie gesagt, geil ist, ich muss nicht schon wieder das Magazin nachfüllen, sondern da haben wir noch genug drin. So, repetiert habe ich noch nicht und los geht's. Ja, das Ziel von Rohr ist herausragend gut. Ich behaupte mal das Beste, was wir im Sortiment haben. Oh, der war gut. 10,7. Der war wieder eine 10,7. Das war der 5. Schuss. Schuss Nummer 6. Acht. Neun. Zehn. 104,3 Punkte. Ich glaube, wir waren immer noch leicht links. Nee. Naja, vielleicht minimal. Ich kann mal gucken, ob ich da noch einen ganzen Klick rüber gehe. Nee, ich glaube, ich passe keinen Klick mehr an, sondern halte minimal leicht daneben. Das Schöne ist, wie gesagt, dass ich so einen hauchfeinen kleinen roten Punkt habe. Und ja, ich habe keine Ahnung, wie groß das ist vorne an der Zielscheibe. Ja, sicherlich kein Millimeter. Und ich kann halt dann exakt präzise da anvisieren, sodass ich glaube, dass ich das Ganze nochmal eine Stufe präziser hinbekomme. So, während ich hier nachlade, blende ich euch noch mal ein paar Bilder von meiner vollgetunten Impact M3 ein. Ja,
da kann man halt schon absolutes Monster draus bauen. Richtig, richtig geil. So, eine Kugel packt man noch rein. Sind ein paar mehr als 10 drin. So, also, machen wir mal noch eine Runde, hätte ich gesagt. 10,4 ist ja ein Spitzenergebnis. Das muss ich erst nochmal zusammenbringen und nochmal beweisen. Also, was ich wirklich als erstes machen würde, glaube ich, auch wenn ich es jetzt nicht hier gezeigt habe, ich würde mir eine Schaftbackenerhöhung noch holen. Und Saber Tactical, weil dann kann man den Kopf noch besser drauflegen. Schaut doch gut aus. Oh, und dann haut er wieder so weit ab. Wie viel haben wir denn? 6 Schuss, okay. Na also. Das war die Nummer 8. Ah, Flyer. Ach, das war jetzt die 9. Einen haben wir noch, okay. Hä? Jetzt hat es 11 gezählt. Hat sie 10 gerade zu spät gezählt gehabt. Okay, dann ziehen wir jetzt einfach mal 10,5 ab. Dann sind wir bei 102,7. Wie gesagt, wir haben die 104,3 vorhin gehabt. Ich will mir jetzt keine Ausrede suchen, aber meine Wange liegt nicht perfekt, wenn ich ehrlich bin. Ich müsste etwas höher gehen, entweder niedrigere Montage grundsätzlich verwenden oder, was natürlich noch praktischer ist, eine variable Schaftbackenerhöhung. Wie gesagt, die haben wir von Saber Tactical. Und was ich noch machen würde, ist, ihr seht, ich zeige es, blende es gerade nochmal ein, den Saber Tactical Backrider ist natürlich auch, gerade wenn man aufgelegt schießen will, es schießt ja nicht jeder mal aufgelegt, so wie ich, aber wenn man aufgelegt schießen will, hat man natürlich, ja, ich sag mal, die Waffe noch mal viel besser aufliegen, als wenn ich hinten den Samsack unter diese kleine Schulterstütze mache. Ich behaupte mal, wenn man die zwei Änderungen dran macht, kann man den Rekord noch mal angreifen, dann kann man die 104 Punkte schlagen. So ist es halt nicht ganz perfekt fürs Benchresten, aber, wie gesagt, es schießt ja nicht jeder Benchrest. Sonst ist die Waffe herausragend gut zu schießen, auch wenn ihr es jetzt zum Beispiel einfach Offhand schießen wollt. Durch die große Flasche kann man die natürlich richtig schön greifen. Ja, ist es natürlich auch eine Option. Das wären meine Empfehlungen. Wichtig immer ist, danach das Ziel von Rohr wieder ausmachen, weil mir geht es so, dass ich das grundsätzlich vergesse und jedes Mal, wenn ich hier schießen will, erstmal eine neue Batterie brauche. Ja, das war's von meiner Seite aus. FX Impact M3 mit dem ganzen Zubehör auf jabolo.de. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen unterhalten. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und ich hoffe, ihr schaltet auch nächste Woche wieder ein. Macht's gut, bis dahin. Ciao, servus, sagt der Gandhi.